Ich war aber auch immer nur in Seoul und ich hatte einfach extremes Unglück mit den Leuten, die mir auch so begegnet sind und so. Gibt's noch Orte, Länder, in denen du gerne leben willst? Ich würde in Japan, wenn ich jetzt die Wahl hätte, gerne nochmal oder irgendwo anders, kann ich mir auch vorstellen, irgendwo leben, wo es kälter ist. Also einfach mehr Schnee. Ich habe noch nie irgendwo so richtig gelebt, wo wirklich viel Schnee fiel. Das würde ich gerne machen. Insgesamt mehr ländlich mal wieder. Also ich mag Tokio gerne und ich wohne hier gerne, weil ich auch einfach ein tolles soziales Netzwerk mittlerweile hier habe. Also mittlerweile habe ich so viele Freunde hier, was auch einfach wahrscheinlich stark daran liegt, dass Corona zu der Zeit war und ich jetzt wirklich gezwungen war, so lange auch hier zu sein und gar nicht die Wahl hatte, mich nicht voll auf diese Stadt einzulassen. Und darum ist es schon so, dass mir gerade die Vorstellung schwer fällt, einfach hier wegzuziehen. Weil jetzt halt wirklich meine engsten Freunde mit hier so leben. Das wäre so, andere Länder, weiß nicht, ich habe noch... Skandinavien ist jetzt nicht so weit oben. Skandinavien ist für mich immer so, wenn ich merke, nichts anderes reizt mich mehr, würde ich, glaube ich, nach Schweden ziehen. Einfach die Sprache wieder auffrischen. Schweden ist wunderschön. Meine Eltern verbringen da so viel Zeit und haben das Haus ja auch da mitten im Nirgendwo und würden sich, glaube ich, auch total freuen, wenn ich wieder ein bisschen mehr Leidenschaft für Schweden entwickeln würde und so. Das könnte ich mir schon vorstellen. Schweden wieder, hat es mal mit Korea zu tun. Boah, das ist so schrecklich. Ich will niemandem zu nahe treten. Deswegen, ich versuche das immer ganz diplomatisch auszudrücken. Ich war dreimal in meinem Leben in Korea. Dreimal musste ich leider danach sagen, dass das das einzige Land ist, das nie gut zu mir war. Wirklich. Also ich hatte auch in anderen Ländern nicht so geile Erfahrungen. Korea war immer hart. Ich war aber auch immer nur in Seoul und ich hatte einfach extremes Unglück mit den Leuten, die mir auch so begegnet sind und so. Seoul ist eine hammergeile Stadt, in der man eine richtig gute Zeit haben kann. Aber das, was Leute sich so vorstellen, wie das in Japan ist, mit Tattoos unterwegs zu sein, ist in Korea 10-mal krasser. Also ich wurde auf der Straße gestoppt von einer älteren Dame, die mich wirklich so angehalten hat, da dann auf über mich geredet. Also wir waren, also für einen weiteren Kontext. Das letzte Mal, dass ich in Korea war, für mich die krasseste Erfahrung. So, weil... Davor war ich ein paar Mal da und Korea ist eine sehr starke Gesellschaft. Also viele Leute haben eine sehr starke Stimme, ist auch sehr, sehr rough, sagen wir immer so. Also in Korea sagt man sich Sachen ins Gesicht, die in anderen Kulturen manchmal einfach, das kannst du so nicht machen. Auch so meine koreanischen Freunde hier, die können schon alle, die sagen manchmal Sachen, bei denen es alter Schwede. So, huiuiuiui. Ist halt eine herbe Kultur, so. Das macht es aber auch eigentlich so schön. Also wenn du da bist, ist das halt eine Kultur, wo Leute dir auch ehrlich sagen, was sie von dir halten. Im Positiven wie im Negativen. Und vieles Positive. Es gibt Leute, in Korea können Leute sich in 20 Minuten in dich verlieben. Und das meine ich nicht auf einer romantischen Basis, sondern du kannst Menschen treffen, die sind dann für immer deine Freunde. Es ist wirklich ein tolles Volk. So. Aber wenn du in Seoul bist, bist du eine Art von, das kann man schon auch Fremdenfeindlichkeit nennen, ausgesetzt, die, glaube ich, vielen Leuten da gar nicht so bewusst ist, wie ermüdend die ist. Das ist halt so, wir sind halt da gewesen mit 5 Leuten. Davon waren 4 stark tätowiert. Und stark tätowiert ist mehr, als ich habe. Also, die waren alle stärker tätowiert als ich. Wirklich so, auch teilweise was im Gesicht oder so. Und es war Sommer. Das bedeutet... dass natürlich in einem koreanischen Sommer du nicht mit langer Hose und langem Shirt rumlaufen kannst. Machen die meisten Leute da so auch nicht. Man gibt sich natürlich Mühe, dass man jetzt auch nicht aussieht wie ein Müllsack so, aber ich finde, ist schon normal, dass man sich eine kurze Hose anziehen darf. Sondern sind wir halt rumgelaufen. Ich hatte keine kurze Hose an, ich hatte nur ein T-Shirt an, aber bin dann rumgelaufen und es gab mehrmals Fälle, wo Leute halt wirklich offensichtlich über einen sprechen und in dieser Gruppe waren 2 Leute, die koreanisch sprachen. Die immer wieder auch Leute darauf aufmerksam machen mussten, dass wir verstehen, also dass wir verstehen, was sie sagen. Dann gab es Fälle, also da habe ich ja schon erzählt, wir sind dann rumgelaufen und wir waren auf dem Weg in so ein Einkaufszentrum, gehen so die Treppe runter. Auf einmal stoppt mich so eine ältere Dame und fängt an, mit jemandem zu reden und zeigt auf mich so. Und ich versuche halt weiterzugehen und dann schubst sie mich so zurück. Also sie hält mich so an der Brust und schubst mich so zurück so ein bisschen. So signalisiert mir so, warte mal, Kollege. Und redet über mich. Und so nach 10, 15 Sekunden ist sie fertig. Und dann macht sie so. Und geht weg. Dann war sie fertig, damit über mich zu sprechen. So. Und wenn ich das meinen koreanischen Freunden erzähle, sagen die, ja, überrascht mich jetzt nicht krass. So, ist jetzt nichts. Dann bin ich in einem Einkaufszentrum. Ich war sowieso schon, also das war schon so, ich dachte, was geht denn hier ab? 10 Minuten danach laufen wir durch dieses Einkaufszentrum und
wie das halt so ist, halt Gedränge und so. Und ich laufe so und ich gucke zur Seite und vor mir bleibt eine ältere Dame stehen. Und ich laufe ihr wirklich so ein ganz bisschen auf die Hacken. Ich gehe sofort so schnell zurück, sag halt sorry, tut mir leid, so. Und sie dreht sich um und schmeißt sofort, so, also wirklich so eine Faust in Richtung meines Kopfes. Und ich weich dem so aus, sofort ihre Freundin geht halt so dazwischen. Und meine Kumpels halt auch so, ey, ey, tut uns leid und so. Und ich so, was zum Henker geht hier ab, Alter? Dann auch so, ja, man wird dann natürlich auch feinfühliger. Ich will das jetzt auch nicht sagen, dass das allgemein so, aber gab halt auch dann Situationen, wo wir in Restaurants kamen und das Gefühl hatten, wir werden bewusst nicht bedient. Also, dass wir am Eingang standen mit drei anderen Gruppen und obwohl die nach uns kamen, wurden die erst hingesetzt und wir wurden zuletzt hingesetzt. Ja, also, das ist nicht konstant, die Erfahrung. Man trifft auch ganz tolle Leute, die unglaublich nett zu einem sind. Aber ich hatte, glaube ich, einfach oft Unglück. Ich hatte wirklich Pech einfach mit den Leuten, die mir über den Weg gelaufen sind. Für mich war das einfach nicht so eine super schöne Erfahrung. Ich habe zu meinen Kumpels gesagt, ich fahre nie wieder nach Korea ohne Freunde, die Locals sind. Ich habe dem dreimal eine Chance gegeben und dreimal war das. Und das erste Mal, als ich da war, hatte ich noch gar keine Tattoos und fand das trotzdem nicht besonders freundlich. So. Genau, es ist ein hartes Pflaster einfach. Ich habe aber auch Freunde. Stefan findet Korea Hammer. Der hat ja auch eine Zeit da verbracht und sagt, er war da super gerne. Man kann auch, glaube ich, einfach echt andere Erfahrungen machen. Solche Erfahrungen auch in Japan gemacht. Da sind die Gesellschaften, glaube ich, zu unterschiedlich. Also, gibt schon auch unhöfliche Leute, ist eine Großstadt so, aber dass jetzt jemand mich jetzt so gestoppt hätte. Also, dass Leute über einen sprechen, gibt es genauso. Aber das ist dann schon eher leise und mit einem Flüstern. Aber ja. Aber Stefan ist ja auch everybody's darling, ja. Und Stefan spricht Koreanisch. Weißt du, was die Frau über dich gesagt hat? Keine Ahnung. Ich sag mal, wie es ist. Brauchst, gibt Dinge, ob das jetzt mich bereichern würde, zu wissen, was genau sie gesagt hat. Ich habe dann auch nicht. Mir war schon klar, was die Frau über mich sagt. Er spricht dann noch Koreanisch. Stefan spricht Deutsch, Englisch, Japanisch, Koreanisch und Spanisch. Und ich glaube, er sagt immer, sein Spanisch ist nicht so gut. Und Delfina sagt, Stefan ist flüssig im Spanischen. Gibt es denn vielleicht viele Ausländer, die Unfug treiben? Es ist einfach xenophob, das Land. So hart es jetzt mal klingt. Das muss man einfach mal so sagen dürfen. Das ist so wie viele Länder. Deutschland braucht sich auch nicht auf die Fahne schreiben, dass es so groß anders ist. Aber ja, verstehe nicht, wieso Tattoos da so schlimm sind. Naja, also ist, glaube ich, einfach, gibt es immer Dinge, die in Gesellschaften mehr oder weniger akzeptiert sind. In der amerikanischen Gesellschaft, wenn du jetzt die meisten amerikanischen Städte, in denen du rumläufst, wird der Großteil der Menschen, die dir begegnen, wird tätowiert sein. Also es ist eher selten, dass du gerade so in zentralen Städten nicht Leute siehst mit sichtbaren Tattoos. In Deutschland ist es okay, aber jetzt auch nicht so krass verbreitet, dass du jetzt Leute mit größeren Tattoos siehst. Und dann gibt es halt Länder, in denen ist es weniger noch. Also, ja. In Japan ist das natürlich, hat das was mit der Yakuza-Kultur zu tun. In Korea wüsste ich jetzt nicht die genauen Hintergründe. Ob das einfach eine allgemeine Feindlichkeit gegenüber dem Medium Tattoo ist oder ob es dafür einen Grund gibt, kann ich dir nicht sagen. Achso, das war immer noch die Frage, wo ich hin... Ich wollte aber eigentlich was ganz anderes. Also, Korea wäre jetzt so das einzige Land, bei dem ich sagen würde, reizt mich aktuell nicht so. Du, eine der wichtigsten Regeln, die man so lernt, ist, glaube ich, unabhängig von Tattoos und allem anderen, Menschen, die andere Menschen gerne in negative Kategorien stecken, die finden immer vermeintlich gute Gründe für ihr Fehlverhalten, weil die ja nicht sich eingestehen wollen, dass sie eventuell falsch liegen damit. Schubladendenken an sich ist nicht so schlimm, aber es gibt immer Leute, die das übertreiben und deren Schubladen eigentlich alle nur negativ sind. Und die Menschen werden Teufel tun und sich an die eigene Nase fassen, weil die dieses Schubladendenken ja nicht etabliert haben, weil sie so reflektierte Menschen sind, sondern weil es einfach viel leichter ist, alles in Schubladen zu stecken. So. Und ich glaube, wir alle tun das ein bisschen, aber manche Leute übertreiben das. Und weil die wissen, dass sie das übertreiben, versuchen sie gute Gründe dafür zu finden, dass sie dieses Fehlverhalten irgendwie legitimieren. Das hat meistens damit zu tun, sich einer Gruppe zuzuordnen und sich über andere Gruppen zu stellen. Ich würde dir fast zustimmen. Ich würde nur rausnehmen, sich einer Gruppe zuzuordnen. Ich glaube, dass einfach über unser Leben werden wir immer besser darin, uns selbst zu definieren. Wobei die Gruppe zuordnen, doch stimmt schon auch. Also, je älter wir werden, desto besser sollten wir eigentlich darin werden, zu definieren, wer wir sind. Die meisten von uns werden nicht. Hol mal kurz die Klima. Fernbedienung wird ein bisschen warm. Ich kann aber nicht. Ich mach kurz die Tür auf, Kinder. So, das heißt, wenn wir Jugendliche sind, gucken wir uns irgendwelche Bands an und tragen die Klamotten, die die tragen. Und jeder, der nicht auch ein Che Guevara-Shirt hat, ist kacke. Und wer keine Chucks trägt, der ist nicht wirklich Systemgegner und weiß ich nicht.
Und je älter wir werden, desto weniger legen wir auf solche Merkmale Wert, um unsere Individualität zu definieren, sondern versuchen uns eigene Merkmale zu geben, etablieren Dinge. Die mögen zwar auch aus einem bestimmten Vorbild entstanden sein, aber wir versuchen immer mehr zu definieren, wer wir sind. Es gibt aber auch Menschen, für die wird das eine zu große Herausforderung oder die lernen einfach nicht oder die messen dem auch nicht genug Wert bei, sich selbst zu definieren. Und darum definieren die sich darüber zu definieren, was sie nicht sind. Und ich halte das für viel anstrengender, weil man dann konstant ja sagen muss, was man alles nicht ist, anstatt einfach zu sagen, was man ist. Aber wie du schon sagst, das geht natürlich oft auch miteinander einher. Wenn ich sage, ich bin Deutscher, ich mag Kartoffeln, Wurst, Bier und alle Ausländer sollen draußen bleiben. So, dann ist das eine sehr einfache Darstellung von sich selbst. Ob man die jetzt gut, ich würde jetzt sagen, ich finde, das ist ein trauriges Selbstbild sogar. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich verstehe grundsätzlich, was die Idee dahinter ist, sich so zu definieren, auch wenn ich es für eine absolut fehlgeleitete Idee halte. Und weil das so emotional ist, versuchen Menschen dann vermeintliche Gründe dafür zu finden, warum ihre emotionale Begründung für ihr Schubladendenken doch irgendwie ja total sinnvoll ist und gerechtfertigt. Das Brot vergessen. Entschuldigung, deutsches Brot ist das beste Brot.